und herzlich willkommen bei einem weiteren FTB Town und What the fuck? Egal. Ach nee. Heute nehme ich mit dem Ender Benny auf, nur ich mache einen Cut, weil ich gehe jetzt einfach farmen und das ist ein bisschen langweilig für euch und das ist auch zu lang zum Hochladen, deswegen. Und übrigens, ich bin zu Hause durch einen kleinen Cut und ich habe auch Essen verbraucht, weil wir haben einen Wabersetzling. Den pflanze ich jetzt mal eben. Wo bist du? 3, 4, 5. So. Okay, dann sehen wir uns nach dem Cut wieder und dann zeige ich euch, was ich alles gefarmt habe. Ich zeige euch mal, was ich gefarmt habe. Einmal hier die ganze Kiste, ist auch von unten. Ich habe auch ein Project Table gemacht, wir find Iron Copper. Habe ich auch. Und dann mache ich wieder einen Cut, wenn ich wieder gefarmt habe. Hallo Leute, zu einem weiteren Cut und ich habe ein Jetpack und ich kann fliegen und ich kann fliegen und ich kann runterfallen, aber ich muss langsam runterfallen, damit ich keinen Fallschaden bekomme. Weitere Cuts, dass ich, weil ich weiter farmen gehe. So Leute, ich habe jetzt einen Zauberstab beim nächsten Cut und er lädt sich auf und Harry Potter! Nein, ich bin nicht so wie Kev. Miau! Er lädt sich auf, Harry Potter! Nein. So. Ich hab einen richtigen geilen Zauberstab. Salmonoikum! So, und wieder ein weiterer Cut. So, Leute, und ein weiterer Cut. Ha, ich hab einen Schreibtisch. Und Tim, und ich hab grad die seltenste Schallplatte, die es im Minecraft gibt, gefunden. Welche? Und eine Zuckerroffer. Weiterer Cut. Red. Leute, ich hab Nito geschafft. Yay, ich bin der Oma. Nito war mein verdammtes erstes. Denk, was ich auf Holz trage. Weißt du noch die guten alten Zeiten? Gott. Und noch ein Archivment, Leute. Ich hab Alumento. Gott. Leute, ich muss es ehrlich zugeben. Ich brauch Eisen. Alter. Gott. Hinten, wenn man sieht, ein. Ja. Hier haben wir einen Kessel. Ein Blubberkessel, an dem man Herz verliert. Da. Au. Und hier halt alle anderen Sachen. Und wieder Eisen. Dann nächster Cut. So Leute, ich hab mir mal das Schwert ausgeliehen für den Goldbarren. Ich weiß, es ist scheiße. Aber einfach nur zum Spaß. Mach mal Times a Day. Und jetzt. Auf und davon! Hui! Alter! Wie geil das einfach nur aussieht. Tschüss! So, ich gehe mal auf 1000 Meter Höhe. Ui, ich bin auf 1000 Meter Höhe und jetzt fall mal runter. Ui. Alter, ich fliege noch höher. Alter. Ich Ich glaube, heute wird's regnen. Da, es wird regnen. Ich bin dran. Platsch. Ich schwimme. Ich komme. Hier, ich spendiere dir ein Boot. Vielen Dank, ich bin fast. Ey, mein Schwert. Ach, nicht da. Am besten auf die Mitte fahren und dann genau gerade gucken. So. Warte, so, fahren wir mal ein bisschen auf die Mitte. So, perfekt. Genau geradeaus gucken. Und da fliegt der, ui! Oh mein Gott, wie weit ich einfach nur fliege. Und auf den, wenn du nach unten fällst, dann so lang, so bei ungefähr 200 Metern, dann rechtsklick, mein Schwert machen. I believe I can fly. Mann. I believe I can touch the sky. Alter, den nimmst du auch? Fliege. Ja, weil ich, ja, Alter, gib wie hoch ich fliege. Gib mir deine Nummer, Katze, bitte. Was? Ich will ein geiles Video schicken. Gib mir mit deiner Nummer Katze, bitte. Gleich, Alter. Jetzt, ich will ein geiles Video. Ich kann gerade nicht. Alter, ich bin gleich auf Höhe 3000, Leute. Und auf Höhe 3000 fallen wir. Auf Höhe 200 würde ich dann rechtsklick machen. Okay, ich gucke. Alter, wir waren über 4000 mit der Höhe. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, werden wir das überleben? Nein. Bin mir nicht sicher. Alter, wenn ich nach unten gucke, sehe ich den Mond und wenn ich nach oben gucke, sehe ich die Sonne. Ja. Kenn ich. Das verwirrt total. Bei 200 Meter rechtsklick.
Ja, ich hoffe, ich überlebe, Alter. Falls egal, du zu schnell ich... bist bei 300. Alter, ich ziehe meine Longford Boots aus, Leute, als kleines Special, so um den Druck zu erhöhen. Ja, mache ich. Und falling! Wie viel höher? Auf 1000. Oh mein Gott, da kommen schon die ganzen Waypoints, komm, oh mein Gott, ich werde sterben, Alter. Leute, ich habe meine Longfall Boots ausgezogen, bin ich denn verrückt, werde ich noch in der Zeit schaffen? Ich bin bei 200, ich bremse ab. Okay, ich bin gelandet. Sicher gelandet. Wow. Wo bist du gelandet? Du bist irgendwie total weit nach vorne gegangen, wenn denn dann. Alter, bin ich weit weg, wo bist du? Lauf mal in Richtung Osten. Ich bin fast wieder bei der Stadt gelandet. Ach so, du bist in diese Richtung gegangen. Nein, dein Boot steht da hinten nach Westen und du bist nach Osten irgendwie gegangen. Während deines Fluges. Hallo. Hab dich geboostet. Alter, nicht schlagen! Wen, ja, wenn denn dann? Dich. Alter, einmal noch schlagen, dann bin ich tot. Wirklich? Wie viele Herzen hast du noch? 3,5. Okay. Hier liegt einfach mal Warbench. So, Leute, damit haben wir einen ganzen Dia wieder, weil ich glaube, es sind noch 3 Gold übrig geblieben. Jo, ich mache wieder einen Cut und dann gucke ich mal, was ich mache. Ciao, Leute. Hey, Leute, ich mach kurz wieder Anfang. Er hat sich gemutet. Er holt sich gerade einen runter. Cut. Er hat einen Penis. So. Alter! Und ich habe einen kompletten Greatwood abgebaut mit 2 Stacks und 24. Oh mein Gott. Wolltest du jetzt, dass ich es nicht in deiner Aufnahme sag, oder? Ein Greatwood Sexling. Sexling. What the fuck? Ich mach mal schnell den nächsten Cut. Bis zum nächsten Cut. So, Leute, und ich habe Basic Transportation geschafft. Und aus dem Hadern Kleinpin. Ich habe ganz kurz gesehen, wie das gemacht wird. Und da sieht man auch die 3 Items, die man dafür braucht. Und wir haben es geschafft. So, ich bin dann... Oh, geil. Basic Alchemie. Geil. Und als nächstes machen wir Summonomicum. Das... Ich mache das einfach währenddessen jetzt. Ich mache das... Ja, weil ich glaube, da braucht man, Kannst du mal einen Michi vielleicht hinzufügen? Ich hab den, glaube ich, gar nicht. Und schick ihm eine... Schick ihm eine Kontaktanfrage. Ja, wie heißt der denn? Michael Erber. Schreib mir das bitte mal in Chat. Nee, ja, hier kann ich jetzt nicht. Dann ruf ihn später selbst an, Alter. Oder füge ihn halt selbst hinzu. So. Komm, Leute, ich mach einfach mal eben Cut. Bis gleich. So, Leute, und hier haben wir auch das Rezept. Maschinenmal, was ich mit Holzrückplatten gemacht habe. Zauberei, was ich mit Greatwood gemacht habe. Und Cognito, was ich mit Büchern gemacht habe. Jupp. Und wir haben das Thermometer. Ha. Okay, Cut. Mein Ort, so, Leute, und wir haben Thermonomi. Saumium hergestellt mit Metall, Magie und Permutatio. Und Haya! Als nächstes kommen die Akan Stone Dock Foot Table. Keine Ahnung. Ich kann dir welche geben, wenn du willst. Nee, ich muss die researchen. Ja, stimmt, damit ich weiter kann. Deswegen. Jupp, weiterer Cut, ein weiterer Cut. Und nämlich habe ich hier die Magic Building Blocks. Nur leider nicht das, was ich. Hallo, ich mach. Das waren die Magic Building Blocks. Gigaface. Und wie? Was für Gigaface. Oh, meine Fresse, ja. Okay, mein Skin ist, glaube ich, fast fertig. Ich mach die gerade einmal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Cut. So, Leute, ein weiterer Cut. Ich habe die Arcane Stone Blocks endlich. Feiert mich. Okay. Nein. Da baue ich mir mal so ein kleines Podest auf. Okay, der Sound ist gerade ein bisschen am Bang. Alter, wo ist jetzt mein Skin?
wie heißt der? Mich hat mal so ein Spacken gefragt, kannst du mir mal so einen Steve-Skin machen? Oh ja. Aber ich meine, wenn man Skin ändert und den nicht mehr zum Steve-Skin ändern kann und ich weiß, wie das geht, dann... Man kann... Junge, man kann seinen Skin bei Minecraft einfach löschen. Stimmt. Du hast mir was beigebracht, das wusste ich gar nicht. Ich bin ein Spacken, ja, ich bin ein Spacken. Ja. So Leute, kurzer Cut, bis die Steine zu Ende gebrannt sind. So Leute, und hier haben wir ein schönes Kleid. Und Zaubertisch. Unser hat ein Zombie eine Kette. Alter, da hat einmal ein Zombie eine komplette Goldrüssi. Und der Goldhelm ist auch noch verzaubert. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt wieder einen Cut und dann gucke ich mal, was ich mache. Bis gleich. So, Leute, wir haben den Transmutation, aber ich will immer noch dieses eine hier, das hier, das. Guck es dir an. Ja, dann weiterer Cut. So, Leute, und wir haben die Iron Transmutation. Und... Ja, und ich will immer noch dieses Ding, Mann. Weiterer Cut. So, Leute, und haben wir Silver Transmutation, genauso wie die Iron Transmutation. Nur wir brauchen schon Iron Transmutation erforscht haben. Und es wird hier ein Baum wachsen. Und ich will immer noch diese verdammte Scheiße. Mann. Was ist dir an? So, Leute, und schon haben wir die Elite Transmutation. Mit dem Wirbelwind, das Wechsel per Mutatio und Metallum. Und den Wirbelwind habe ich auf den Glasbottles entdeckt. Und Lead Transmutation. Und ich will immer noch dieses eine andere Ding. So, Leute, und wir haben die letzte Transmutation. Die Copper Transmutation mit Metallum, per Mutatio. Und Victus. Victus habe ich von Copper genommen. Victus! Weil Apfel habe ich so wenige. Und Alter, wenn du aufnimmst, beleidige ich so oft. Und wir haben den kompletten Baum fertig. Wurzel und Blätter. Und jetzt will ich dieses... Boah. Ich kann jetzt nur noch dieses finden. Also, wünscht mir Glück. Warte, stopp. So, Leute, und endlich haben wir die Enchanted Fabric mit dem Fabrizio auf Amboss, Zauberei auf Greatwood und dem Panus auf String. Und wie das heißt, habe ich von dem Link, der gerade auf K ist. Nee, jetzt nicht mehr. Smiley. Jupp. Und jetzt haben wir den. Und die Enchanted Fabric. Juhu! Gott, kommen. Und es leckt mal wieder. Wir haben fast viel Zaumig, viel Ziori fertig. Und das hat echt viel gekostet. Und das ist das hier. Ja. Und ich habe auch schon ein Research für den Fuck habe ich ja noch und some Merchers Ropes, aber egal, wir sind fast fertig. Unser Stein schmilzt noch ein bisschen, damit wir noch ein bisschen Verzögerung haben. Das hier Tempus. Ja, und bitte abonniert mich, ich heiße linktier15lp auf YouTube. Ja, bitte abonniert mich. Und ich nehme schon mal P. Ich bin viel, viel cooler als der Typ hier. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut. Habt ihr ihn schon mal in Real Life gesehen? Also ich hab... Leute, ich habe endlich die ganzen Repeater eingesetzt und ich habe die an viel Zaumig, viel Theorie. Und wegen euch. Wir können uns endlich die Zauberstäbe machen. Wir können uns die Zauberstäbe machen, Leute. Hey, Party! Und ich habe keine Shards. Der Fuck. Ja. Ich gehe jetzt farmen und mach mir Zauberstäbe. So, Leute, ich bin wieder da und wir haben den Wand of Frost. Obwohl ich eigentlich den Wand of Lightning haben wollte, egal. Und oh, leck.
Leck, leck, lecke die leck. Ich sag leck, leck, lecke die leck. Keine Rückmeldung, ich hör mal. Okay, dann bin ich wieder, da hatte was keinen Bock. Und wir haben Wind of Frost. Und dann werde ich nicht craften, weil ich keine, Charts hab. Ja. Dann sehen wir uns nach dem Cut und dann habe ich den nächsten Zauberstab wahrscheinlich. Und Soul Sand. Weil Soul Sand brauchte ich für den Infernal Furnace. Und tada, wir haben Research für Infernal Furnace. Infernal Furnace klingt schon ein bisschen komisch. Und dann gucken wir mal, was das ist. Das ist hier das eine, da braucht man Nether Brick und Obsidian für und Zaun und Dings. Klickt da mit 100 Wiss drauf. Ich muss mir mal den besseren Zauberstab machen, aber dafür brauche ich Wiss-Charts. Und dann hat man hier ein Furnace, da kann man oben Sachen reinwerfen, wird hier in der Lava und wird... Entschuldigung, man wirft die hier oben rein, wo ein... Ja, Empty Space, wirft die hier oben rein. Dann landen die in der Lava, wird da gebrannt und spuckt das hier aus dem Iron Bar raus. Da kann man dann einen Hungry Chest machen, falls ich die irgendwann mal bekommen werde. Die wird hier irgendwo erscheinen. Ja, und ich setze mich dann weiter an die Zauberstäbe. Bis gleich. So Leute, und ich habe Gunpowder. Ich habe vergessen, das im Dings zu machen. wie man Gunpowder herstellen kann. Ihr seht das auch hier drauf. Einmal Feuer, Steinbruch und Wechsel. Und wir können uns Gunpowder herstellen. Wo ist es? Hier, nach hinter Alumentum. Not only from Creepers. Ja. Und ein weiterer Card. Juhu. Und so Leute, der Justin ist dabei. Und wir haben den Wand auf Fire. Bin ich nicht. Und yuppie! Dann gucken wir das doch einmal nach. Wo haben wir das Zaumonomikum? Hier. Und wir haben schon 2 von 5 Zauberstäben. Die kriege ich alle noch heute fertig. So Leute, und endlich haben wir den erwünschten Wand of Lightning. Und nicht wundern, warum ich auf einmal so viel Kohle habe. Ich bin gerade eben farmen gegangen. Und... Eine Frage, Mark. So Leute, und wir haben Sword of Stafir geschafft mit diesen Items. Und wir haben fast keine Feder mehr wegen dem hier. Und also guck ich mal hier. Saumium, Sword und Wand of Lightning. Ja, muss ich halt Scherz sammeln. Aber wird nicht so schwer sein. Heißt, wir werden bald uns ein Sword of Stafir machen. Juppie. Okay. Und dann suche ich mal weiter nach den Rezepten. Bis zum nächsten Cut. So Leute, und endlich haben wir die Exo-Steam. Verarschen. Und sie wird gecraftet mit einem Wand of Frost und einer Saumicum X und hier den ganzen Materialien. Juppie. Und ja, ich brauche halt Schatz, deswegen seht ihr das nicht. Und wir sehen uns nach dem Cut wieder und ich hoffe, da bekomme ich weitere Zauberstäbe. Uhu. So Leute, und wir haben den gewünschten Wand of Excavation und ich habe das wieder nicht an dem Table gemacht. Aber ihr seht hier ja, was es braucht. Und nächsten haben wir hier. Und jetzt gucke ich mal, wie man den craftet. Und wir sehen uns gleich nach einem Cut wieder. Uhu. So Leute, und endlich haben wir unseren letzten Zauberstab. Excavate, nicht Ecclecrate. Ekel Trade Excavation habe ich schon. Es gibt auch einen Ekel Trade. Oh, Junge. Mann, ey. Ja, wir haben den jetzt geschafft mit diesen Sachen. Und unser Zauberei Dingsbums Fums Dums ist vollendet. Ich mache, glaube ich, noch die ganzen Schwerter und sowas. Mache ich noch fertig und dann ist die Aufnahme auch zu Ende. Wird wohl eine kurze sein, weil das sind halt alles nur Cuts. Bis zum nächsten Cut. Und Leute, der nächste Cut. Wir haben Magic Tallow. Aber wenigstens haben wir was weiteres geschafft. Cut. So Leute, und wir haben das nächste. Nämlich die Pickaxe of the Core. Die machen wir wahrscheinlich mit dem... Wand of Excavation, wa? Ne, mit Wand of Fire. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann kommt noch Shuffle of the Earth Mover und, wie heißt du? Hoe of Growth. Genau. Ja, das kommt dann jetzt gleich nach
einem kurzen Cut. So, Leute, und wir haben Shuffle of the Earth Mover und... Ja, und ich wette, es ist bei Band of Excavation. Yes! Ich wusste es. Und jetzt hier kommt dann noch nur noch die Hoe of Growth. Und wir sehen sie dann nach dem Cut. So, Leute, und wer kann's glauben? Wir haben irgendwas Unnützes bekommen. Nein, Scherz. Wir haben endlich the Hoe of the Growth. Ich leg nochmal Papier nach und ich bin fertig für heute. Wir haben so viel geschafft mit Zaubern. So viel, wir haben hier das alles nur heute geschafft. Nur heute. Und hier unten noch nichts, aber das alles haben wir echt nur heute geschafft. Das ist so unglaublich, was wir alles geschafft haben. In so kurzer Zeit. Okay, herzlichen Glückwunsch. Für mich war's eine lange Zeit. Das war so ungefähr 6 Stunden, die ich gezockt habe. Nö, noch länger. Das waren 8 Stunden, die ich gezockt habe, so ungefähr. Keine Ahnung, Leute. Wir spielen seit 1 Uhr. Oh, und jetzt Gott. Kommen wir 11 Uhr. Da können wir ausrechnen, Leute, wie süchtig ich bin. Miau. Und, mal hier noch ein paar. Das sind 10 Stunden. Ach nee. Junge. Ah. Wer zockt 10 Stunden am Stück? Und das Geilste ist, das alles nur auf Zauberei und ich hab noch nicht mal Schatz. Das ist so fähig. Und ich hab alles Zauberstäbe und so. Zauberstäbe und die ganzen Sachen, die mit Pickaxe of the Hole, sag ich schon. Oh. Und hab noch nicht mal Charts, um die zu machen. Also in der nächsten Folge, die mache ich dann auch wieder komplett und nicht so in Cuts. Da gehe ich dann mal farmen nach Charts. Total übertrieben. Hier habe ich mein Feld erweitert, alles Rubber-Setzlinge verschenkt, manche. Und eigentlich habe heute eigentlich nur ich was geschafft. Ja, und das war's dann auch von mir. Ich tue mal meine Zaubersachen hier zurück rein. Weil das nächste Mal gehen wir ja farmen. Und so. Ja. Das war's dann von dieser Cut-Folge, sag ich mal. Sagt mir bitte, ob ich weiter irgendwie so cutten soll oder ob ich, komplett aufnehmen soll. 10 Stunden Folgen! Ja, das ist halt der Nachteil. Das hätte ich alles nicht heute schaffen können, sondern ich musste rendern und so alles. Und das hätte dann Tage gedauert. Das wäre schon etwas übertrieben gewesen. Und ja, ich rendere das jetzt vielleicht gleich noch. Und dann kommt es am Sonntag raus wahrscheinlich. Nee, am Sonntag kommen ja erst die ersten Vize-Beast-Town-Folgen raus, aber egal. Ich render erstmal diese Folge, ist mir erstmal ein bisschen wichtiger oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's von mir, von dieser Cut-Folge. 10 Stunden lang, für euch wahrscheinlich nur 10 Minuten maximal. Eins zu 100. Ja, auf jeden Fall. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Nein, ich sag bis ciao, zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich muss 10 Stunden mit dir aushalten. Ja. Okay. Aber wir haben es schnell um die Strecke gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.